Fuck! Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen bei Feel Free to Play. Mein Name ist Tommy McGinnis und wieder einmal befinden wir uns in Star Wars Jedi Survivor. Dieses Mal machen wir uns auf den Weg in eine Waldanlage und was uns dahin alles passiert, was uns alles widerfahren wird, das erfahrt ihr jetzt. Und wie immer, viel Spaß! Das ist das Tor, das sie erwähnt hat. Ja, schau mal her. Das scheint ja gar nicht so weit weg zu sein. Doch bevor wir uns jetzt auf die große oder eher kleine Reise begeben, schauen wir uns erst einmal um, was der Außenposten mittlerweile so alles mit sich bringt. Denn mit dem Freischalten der Kantina haben wir nun mal neue Möglichkeiten und die checken wir jetzt erst einmal ab. Hallöchen, Doma! Keine schlechte Auswahl. Nun steht uns also auch Domas Laden zur Verfügung. Hier könnt ihr die gefundenen Prioritklumpen dann gleich gegen die Ware umtauschen. Damit sind auch gleich mehrere Trophys verbunden. Eine möchte ich gerne vorwegnehmen, die besagt, kaufe alle Waren aus Domas Laden. Der Name dieser Trophäe ist Kaufrausch. Here we go! Schmeiß die Cookies durch den Club und schreit oh, oh. Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen? Dein Auftritt, BD. Meine Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Grund mehr, Domas Laden zu besuchen. Noch ein Stim. Hier, bitte. Willkommen. Sieh dich um und du wirst die besten Komponenten und sonstige Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Verlockend. Das ist hübsch. Pass auf dich auf. Schön, dich zu sehen! Freut mich, dass du nach Kobo gekommen bist, Cal. Du arbeitest hart, nicht wahr? Und stellst dich immer schützend vor andere. Und wie kommst du darauf? Der Dreck auf deiner Hose? Ein Hauch von Adrenalin.
Dein Blick sucht die Gefahr, ist immer wachsam. Ich nenne es das Jägerauge. Um Beute zu erlegen, schulen Jäger ihre Beobachtungsgabe. Aber nur damit du es weißt, dein freundliches Auftreten täuscht mich keine Sekunde. Wirklich? Oh ja, du bist als Jäger ein Naturtalent und weißt das auch. Ja, absolut. Das Jägerauge ja, haben wir auch. Wie man jagt, Mausi. Ich bin in einer großen Jagd aufgewachsen und stand immer in Konkurrenz mit meinen Geschwistern. Um Anerkennung, Lob, manchmal auch Essen. Ich musste die Stärkste sein, um hervorzustechen. Das klingt heftig. Mit mir war Mama am strengsten. Jeder Fehler wurde angesprochen. Meine Technik kritisiert. Das musste ich abgehärtet haben. Wahrscheinlich. Aber ich konnte es irgendwann nicht mehr ausstehen. Wahrscheinlich kam ich deshalb hierher. Ich kannte meine Eltern kaum. Nun, das ist nicht immer das Schlechteste, oder? Bis bald. Es ist okay. Ja, prinzipiell bietet der Außenposten noch eine ganze Menge an verborgenen Schätzen, Scans und was es nicht sonst noch alles in diesem Spiel zu entdecken gibt. Aber wie es halt auch meistens so ist, kommt dann immer erst mit der Zeit die nötigen Fähigkeiten, um eben auch auf diese Schätze zugreifen zu können. Deswegen ist auch hier wieder Geduld gefragt. Nun, ich fühle mich an der Stelle ein klein wenig dazu genötigt, mich bei euch zu entschuldigen. Ihr seht selber, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne jedes Fleckchen Erde erst einmal ganz genau unter die Lupe nimmt. Man weiß halt nie, wo sich der nächste Schatz verborgen hält. Deswegen, wenn es mal wieder länger dauert, ich bin's. Also, wie,
Westen? Eigentlich nicht. Er ist so blau, manchmal aber auch blau oder violett, orange. Wow. Ich muss sagen, ich feiere die kleinen Roger Rogers wirklich hart. Die Gespräche mit denen sind immer exorbitant geil. Nun und nochmal für Dumme, also für mich, nicht die Macht bei diesen kleinen Vieh einsetzen, denn da läuft euch gerade ein wertvoller Prioritklumpen einfach weg. Mit der soeben erworbenen Fähigkeit Fokussierter Blick können wir nun also auch eine weitere Trophy ins Auge fassen. Eins mit der Macht, entgehe 50 Angriffen mit der Fähigkeit Fokussierter Blick. Mehr davon in Kürze. Identifiziere das hier. Ihre Zeit ist um. Tja, und wieder einmal steht so ein Kampftoaster zwischen uns und unserer Beute, aber da hat er sich mit Sicherheit den Falschen für ausgesucht. Das Ding gehört uns.
Holla, die Waldfee! Was ist denn das für ein Koloss? Okay, das Purzelbäumchen ist schlagbar. Immer schön in Bewegung bleiben. Hilfe! Ausgezeichnet! Was ist das? Da sind sie wieder. Sollen wir ihn erschießen? Nehmen wir die Verfolgung auf. Formation wechseln. Folgt weiter dem Kuppel. Gute Arbeit, BD. Mehr Priorit. Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Imperiale Patrouille müsste jede Minute. Was haben wir denn hier? Ich gehe der Sache nach. Kämpfe, kämpfe! Oh, das Schwert will ich haben. Versuch du's mal. Ruhm! Du hast dich gerade so erwischt. Du bist verwundet. Und weil es da so schön war, gegen Ernie und Bert zu kämpfen, machen wir das gleich nochmal. Das hat natürlich den Grund, dass unsere Stims mittlerweile alle sind und wir dann doch lieber ein bisschen mehr haben wollen, falls es in der Waldanlage dann doch zu Stress kommt.
Wird Zeit aufzubrechen. Ich werde dich brechen. Ich werde mich dir nicht ergeben. Ich erlebe ihn. Ja, und das lief auch gleich viel besser. Die Raiders halten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen. Los. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Blockiert. Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Schön. Samen. Wir sollten einen Ort finden, um sie einzupflanzen. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es nochmal. Einige dieser Steinsäulen sind locker. Okay, diese Aussage verwirrt mich ein bisschen. Heißt das, wir müssen jetzt noch irgendwas kaputt machen? Steine zerfetzen, um weiterzukommen? Oder wie war das jetzt gemeint? Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Hier. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Gehen wir.
geht's nicht gut, Kumpel.